Hallo, willkommen hier auf meinem Blog Tillys Wasserwelten. Ich möchte euch hier mal zeigen, wie ich das gemacht habe mit meinem Mini-Wasserteich mit diesen drei Kaskaden. Das wird betrieben über eine kleine Solarzelle. Ich habe dann hier die drei Gefäße. Hier wächst Hechtkraut in Weiß und in Blau. Rohrkolben, Schwimmfarn. Gratiola nennt sich das. Das ist eine Iris. Fenningkraut. Hier sind Aquarienpflanzen, Rotala rotundifolia. Die wachsen also über Wasser. Die blühen auch schon jetzt schon seit 4 Wochen ungefähr. In Rot und in Weiß. Die kleine Solarzelle betreibt die Pumpe, die ist hier unten drin. Da läuft sie über den Schlauch. Dann kommt sie hier oben rein. Läuft auf der anderen Seite über so einen Überlauf ins nächste Becken. Hier haben wir noch Pfeilkraut. Läuft dann hier durch. Und hier dann wieder in das Becken, wo die Pumpe läuft. Das ist ganz einfach zu machen. Und ist ganz hübsch. Und die Pflanzen wachsen sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.